Frage: Wie verhalten Sie sich richtig im G20-Wahnsinn von Hamburg? Hier ein paar praktische Tipps vom Profi. Wer kann, sollte die Stadt dringend verlassen. Nur etwa 90.000 Hamburger bleiben während des Gipfels hier. Der große Rest verbringt die Krisentage in sicheren Drittländern. Die aktuell beliebtesten Ziele: Ukraine, Aserbaidschan und Syrien. Für Transportunfähige, Alte, Kranke und Invalide wurden Erdlöcher ausgehoben. Günther P. aus Poppenbüttel zum Beispiel wird die Gipfeltage im Jemen verbringen. O-Ton: Alles ist sicherer als das Alstertal-Einkaufszentrum. Da zwischen dem 6. und 10. Juli aus Angst vor Giftanschlägen sogar die Trinkwasserversorgung eingestellt wird, geht es für die Hamburger ums blanke Überleben. Ich empfehle Hamsterkäufe und Plünderungen. Bevor in den Supermärkten die Regale leergefegt sind, für einen Pfund Zucker könnte man auf dem Schwarzmarkt bei bis zu 2.000 Euro zahlen. Erdbeeren werden unerschwinglich. Aber es herrscht nicht nur Angst, sondern auch Kommunikationschaos. Bitte informieren Sie sich bei Ihren bürgernahen Beamten, in welcher der 12 Sicherheitszonen und Transferkorridore Ihr Stadtteil liegt. Denken Sie daran, bei Trumps Autokorso ist es wie bei einem Tsunami. Wenn Sie ihn sehen können, ist es für eine Flucht schon zu spät. Erna Chaos Horn dazu: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viele Hamburger fragen sich, was haben G20-Treffen bisher eigentlich gebracht? Antwort: Eine ganze Menge. Auf dem Gipfel in Montreal konnte man sich immerhin auf eine 20-prozentige Erhöhung der Pendlerpauschale einigen. In Kapstadt wurde ein reduzierter Mehrwertsteuersatz auf landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge verabschiedet. Und in Brisbane haben die Staatschefs eine schrittweise Verringerung des Dosenpfands bis 2065 empfohlen. Weiter. Wie können wir Deutschen es den Staatschefs bei ihren G20-Besuch so angenehm wie möglich machen? Vorschlag: Wir sollten die Sonderwünsche der Staatenlenker unwidersprochen akzeptieren. Wladimir Putin wünscht, dass das Hamburger Rathaus mit allerlei Kuppeln und Türmchen versehen wird, damit es so gemütlich ist wie im Kreml. Für Erdogan samt Gefolge wurde die erste Etage des Eros-Center auf der Reeperbahn angemietet. Außerdem werden die Außen- und die Binnenalster abgepumpt, weil einige Staatschefs nicht Schwimmer sind. Wieder ungeklärt ist übrigens die Unterbringung von US-Präsident Trump. Nachdem alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ist der Senat auf eine geniale Idee gekommen. Trump und Ehefrau Melania sollen die Gästewohnung im linken Protestzentrum Rote Flora beziehen. Der nüchterne Kommentar von Kevin B. aus Bild steht: Na, da mal toi toi toi. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.